Viele von Ihnen kennen die Sprüche Spandau bei Berlin oder in Spandau werden nachts die Brücken hochgeklappt. In diesem Video möchte ich mit den Vorurteilen aufräumen und Ihnen zeigen, warum Spandau Berlins meist unterschätzter Bezirk ist und auch warum immer mehr Berliner es nach Spandau zieht, hier in unserem schönen grünen Bezirk. Aus Spandau kommt das beste Eis Berlins. Natürlich ist das eine subjektive Meinung. Aber die meisten kennen das Florida Eiscafé und haben es zu schätzen gelernt. Im Sommer ist es dort immer voll, es bilden sich lange Schlangen, doch das Warten lohnt sich wirklich. Das Eis ist einfach super lecker, eine große Auswahl gibt es von verschiedenen Geschmackssorten. Also ein Pflichtbesuch für jeden Stadtaffen, der sich hier raus nach Spandau traut. Aus Spandau stammt noch echtes Berliner Bier. Das Brauhaus Spandau ist über die Grenzen Spandaus hin bekannt. Neben den Klassikern gibt es hier saisonale Bierangebote und auch deftiges Essen. Veranstaltungen wie die Weiberfastnacht oder Halloween runden letztendlich das Angebot des Brauhaus Spandaus ab. In Spandau steht das älteste Bauwerk Berlins. Der imposante Juliusturm wurde bereits im 13. Jahrhundert erbaut. Die ihm umgebene Festung, heute bekannt als die Zitadelle Spandau, kam erst im 16. Jahrhundert dazu. Heute ist es eine der wichtigsten und besterhaltensten Renaissance-Festungen Europas. Jedes Jahr gibt es hier im Sommer auch verschiedene Konzerte, sowie auch zur WM immer Public Viewing. In Spandau kann man noch durch zwei Bundesländer schwimmen. Gemeint ist der Großlehniker See. Es ist einer der saubersten Badeseen Berlins. Zu Mauerzeiten soll es eine Mutprobe gewesen sein, rüber zu schwimmen. Immer im Schatten der damaligen Geschütztürme. In Spandau bedeutet Bio wirklich noch Bio. Haben Sie schon mal frische Eier, Obst, Gemüse oder Fleisch direkt auf einem Bauernhof gekauft? In Spandau können Sie von mehreren Direktversorgern direkt wählen. Zum Beispiel der Vierfelderhof in Gartow, der zudem auch noch ein Schaubauernhof ist. Oder der Berliner Bärengarten. Erdbeeren und Blaubeeren können Sie hier selbst pflücken. Durch Spandau verläuft einer der schönsten Radwege Deutschlands. Natürlich auch eine subjektive Meinung. Gemeint ist der Havelradweg. Über 400 Kilometer können Sie an der Havel entlangfahren. Zudem gibt es die Möglichkeit, direkt von Berlin Spandau aus mit dem Rad bis nach Dänemark zu fahren. Von der Havel über die Bürgerablage, über Henningsdorf oben raus, bis nach Warnemünde und von da aus weiter nach Dänemark. Spandau hat den schönsten Weihnachtsmarkt Berlins. Natürlich ist das eine sehr subjektive Meinung. Aber der Spandauer Weihnachtsmarkt ist über die Grenzen Berlins hinaus bekannt. Was den Spandauer Weihnachtsmarkt so besonders macht, ist die Tatsache, dass es hier viele kleine Stände gibt, wo noch Handarbeit verkauft wird. Nicht wie auf den großen Weihnachtsmärkten, wie zum Beispiel am Alex, wo es nur um Fahrgeschäfte geht. Das besondere Flair ist hier auch die Umgebung in der Spandauer Altstadt mit seinen historischen Gebäuden. Somit ist der Spandauer Weihnachtsmarkt bei vielen Berlinern sehr beliebt. Und jedes Jahr strömen mehr und mehr Berliner raus nach Spandau, um einfach nur den Weihnachtsmarkt in der Weihnachtszeit zu besuchen. Wie Sie sehen, hat Spandau so einiges zu bieten. Das stellen auch wir als Immobilienmakler fest. Denn vermehrt ziehen Leute aus der City, junge Familien, nach Spandau, um sich hier niederzulassen. Um hier mit ihrer Familie ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung. Denn Spandau hat so vieles zu bieten. Neben dem vielen Grün und dem vielen Wasser hat Spandau mittlerweile alles, was man eigentlich benötigt. Zudem eine gute Anbindung an die City über den Bahnhof Spandau. Also, sollten auch Sie eine Immobilie in Spandau suchen, kontaktieren Sie uns gerne. Oder sollten Sie über Ihren Verkauf Ihrer Immobilie nachdenken, können Sie auch gerne auf uns zukommen. Wir sind für Sie da. Ihr Makler aus Berlin-Spandau, BHI Hesse Immobilien.